Cincinnati. Wir haben heute im ersten Spiel, das wir für Sie live übertragen, Tommy Haas auf dem Grandstand. Ist gar nicht der Grandstand, das nennt sich hier Center Court Grandstand. Das ist der Platz nebenan. In seinem Spiel gegen Xavier Malisse, einem jungen Belgier, man den Zahlen der Statistik glauben darf, und das können wir ja in den meisten Fällen, dann ist er der drittjüngste Spieler in den Top 150. Er ist genau 19 Jahre alt. Noch am 19. Juli ist das geworden. Rechnen Sie sich das hoch. Bis jetzt kommen noch ein paar Tage dazu. Tommy Haas, derzeit in der Welt die 15. Sein Gegner Malisse, die Nummer 109. Wenn wir vom Ranking ausgehen, ist der Deutsche natürlich der klare Favorit. Aber man darf das nicht unterschätzen, gerade auf Hardcourt, gerade das erste Spiel bei einem Turnier, das ist immer sehr wichtig. Da muss man hineinfinden, da muss man, ja, man muss Kontakt aufnehmen mit der Anlage, mit dem Platz, mit dem ganzen Umfeld. Tommy Haas spielt hier zum dritten Mal. Erstes Jahr 97, zweite Runde, der verlor gegen Albert Costa. Letztes Jahr war er schon in der dritten Runde. Da besiegte er unter anderem Costa und Courier, bevor er dann gegen Magnus Larsson unterlag. Wenn wir das so wieder sehen von den ersten beiden Jahren, wäre es sehr schön, wenn wir ihn in diesem Jahr noch eine Runde weitersehen könnten. Haas ist natürlich nicht der einzige Deutsche, der in diesem Jahr hier in Cincinnati, Ohio dabei ist. Insgesamt sind es fünf. Rainer Schüttler, der hat das Vergnügen, in Runde 1 sich mit Thomas Johansson zu messen. Frischgebackener Sieger von Montreal. Axel Pretsch ist durch die Qualifikation gekommen. Der muss mit Jerzy Nowak raus. Tommy Haas ist klar. David Prinosil mit Alberto Martin, einem Spanier. Da räume ich David sehr viele Chancen ein. Und Nicola Kiefer, das wird nicht einfach gegen Sebastian Grosjean. Nummer 15 in der Welt. Auf dem Weg nach Hannover ist er unter den Top 10. Das macht natürlich Mut, und es würde uns riesig freuen, wenn wir am Ende des Jahres doch zwei Deutsche unter den Top 8 hätten. In Hannover zum letzten Mal werden sich dort die besten 8 der Welt messen. Er hat endlich sein erstes Turnier gewonnen in Memphis. Das war ja ein riesen Auftakt für ihn. Finale Auckland, Halbfinale Australian Open und dann der Sieg in Memphis gegen Jim Courier. Dann hat er in diesem Jahr, klar, Stuttgart. Werden wir uns alle dran erinnern. Mann, da führt der Freund doch, muss ich nochmal genau nachschauen, damit ich Ihnen auch bloß keinen Blödsinn erzähle. Gegen Magnus Norman mit 7:6, 6:4, 5:4, 30:0. Und es fehlen 2 Punkte. Das Ende vom Lied kennen Sie. Er verlor es in 5. Kommen wir zu seinem Gegner. Xavier Malisse, ein Belgier. Sehr jung, darüber sprachen wir. 1,86 bei 73 Kilogramm. Eine gute Verteilung. Hier wird er sogar als Nummer 110 geführt. Eine positive Bilanz für dieses Jahr. Warum? Weil er bei seinen ganz wenigen Auftritten, es ist erst sein 6. Turnier auf der ATP-Tour in Delray Beach, ins Finale gekommen war. Und dann nochmal auf Hardcourt Indian Wells in die dritte Runde. Da zwang er unter anderem Goran Ivanišević. Da muss man schon zweimal hingucken, sonst hat man das Gefühl, wir haben den jüngeren Bruder von Carlos Moya dort auf dem Platz. Wenn Sie sagen, Ivanišević ist in diesem Jahr nicht so gut drauf, aber den muss man trotzdem erst einmal auf Hardcourt besiegen, verlor dann gegen Carlos Moya. Delray Beach, das Finale verlor gegen Leighton Hewitt, war ein Riesenfinale. Die beiden droschen auf den Ball, gaben alles, war hochinteressant. Am Ende unterlag er dem noch jüngeren Australier Leighton Hewitt. Haas gegen Malisse, der Belgier beginnt. Begegnung.
mit seinem ersten Doppelfehler wieder aus. Zwei Spieler sind noch jünger auf der Tour. Leighton Hewitt, der ist 18 Jahre und 5 Monate, und Roger Federer, der junge Schweizer aus Basel, 17 Jahre und 11 Monate. Abtasten beider Spieler hier zu Beginn, aber er macht das erste Spiel in dieser Begegnung und damit die erste Führung für Mallis. SAS, Scandinavian Airlines. Zurück hier in Cincinnati mit den gesetzten Spielern. Ein erlesenes Feld. Diese ersten acht haben auch in Runde 1 ein Freilos. Diese Herrschaften, die müssen schon ran. Na, das läuft doch gut an. Diese Einstellung mal zu sehen. Mallis kann mit sehr viel Topspin agieren oder, wie gerade gesehen, den Ball schnell machen mit wenig Spin. Suche nach der richtigen Länge, nach der richtigen Präzision. Problem, nämlich die Haare unter die Kappe zu kriegen. Okay.
gute erste Aufschlag gibt am Ende dann doch den Ausschlag. Sehr zurückhaltend noch der Deutsche. Für ihn. Kurz nach 13 Uhr. Bewegt sich auch noch nicht gut. Fein von Malice, der einen sensationellen Wettbewerb im Davis Cup dieses Jahr spielt, der Belgier. 4 Einzel musste er bestreiten. 4-mal gewann er. 2 gegen die Schweiz, 2 gegen die Tschechische Republik und damit steht Belgien im Halbfinale im September gegen Frankreich. Keine Probleme mit seinem zweiten Aufschlagspiel für Malice, der führt 2-1. Von Tommy Haas. Das ist noch alles sehr statisch. Und man darf diesen jungen Burschen nicht unterschätzen, diesen Xavier. Anno Di Pasquale gewinnt gegen Mel Washington. Er versucht es mal wieder. Erhebliche Probleme gehabt mit seinem Knie. Daniel Vacek durch. Mit dem Grandstand. Und, naja, ich hatte ihm große Chancen eingeräumt gegen den Spanier Alberto Martin. Das konnte David Prinosel aber nicht halten, er verliert in 2, damit ist das Turnier schon beendet. Geht, spielt gerne mit dem Tempo des Gegners und kann dann auch noch den Druck erhöhen. Aber solange der Deutsche mit solchen Aufschlägen überzeugt, muss uns ja nicht bange werden. Seine beste Saison spielt er in diesem Jahr. John van Lottum 5-2 vorne gegen Wayne Black. Der kommt aus der Qualifikation, hat im entscheidenden Spiel Martin Damm besiegt. Apropos Quali. Bernd Karbacher blieb dort hängen im entscheidenden Spiel gegen Axel Pretsch. Das waren die beiden einzigen Deutschen, die sich dort bemüht hatten. Sehen.
Endlich mal ein bisschen aggressiver, druckvoller. Er findet die Ecken, er findet die Linien. Mit einer Wildcard in dieses Turnier gekommen. Malice brauchte nicht den beschwerlichen Weg durch die Quali gehen. Turnspiel von Tommy Haas, aber man muss ja Punkte haben, wo man ansetzen kann. Und zurück hier in Cincinnati. Wie nennt sich das auch schön? Great American Insurance ATP Championship. So die Bezeichnung für das siebte Mercedes Super 9 Turnier. Dann wollen wir das auch einwandfrei herüberbringen. Wir sind live beim Spiel von Haas gegen den Belgier Malice, den 19-Jährigen. Noch kein Break, noch keine Möglichkeit dazu. Haas konnte sich bisher in seinen Aufschlagspielen auf den guten Aufschlag verlassen, aber im Return-Spiel, da hapert's. Sehr dominant beim Service. Aber jetzt erwarte ich ein bisschen mehr im Return. Ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man gegen so einen jungen Mann noch nie gespielt hat. Da weiß man nicht zwingend, was da für einen zukommt. Auch wenn David Aim sich seine Notizen gemacht hat vor dem Spiel, um das Sandschützing weiterzugeben. Thank you.
Der Ball passt. Ich habe es ja gesagt, man darf den Burschen nicht unterschätzen. Und wenn der mal ins Rollen kommt, das haben auch die Herrschaften Dojedel und Ulirach zu spüren bekommen beim Davis Cup. Mit einem Maß. Ganz locker, ganz sachlich. Xavier Malisse. Die 4-3 Füsse. Mehr als 10.000 Zuschauer haben hier Platz. Und das überrascht doch, dass Malisse nur 40% erster Aufschläge ins Feld bringt. Hat sogar einen Punkt mehr gemacht. Tommy mit mehr Fehlern, auch das haben wir gesehen. Noch hat sich das nicht ausgewirkt. Alles in der Reihe im ersten. Minuten gespielt. Und den hat Haas falsch berechnet. Das hat man noch nicht. Aufschlag von Haas. 15:30. Aber dennoch, die erste Breakchance in dieser Begegnung. Jetzt muss ein guter Erster her. Aber klasse und couragiert gespielt bei Breakball gegen sich. Nach wie vor Haas sehr verhalten.
wird, dann kann man auch die Emotionen zu Hause lassen. Er kommt irgendwie aus dieser Situation heraus. Zwei Blankschüsse hat er gegen sich. Kann zum vierten Mal nachziehen. John van Lottum gewinnt den ersten Satz gegen Wayne Black, den Bruder von Barron. Der Rhythmus, und das muss das Bestreben sein von Haas. Lass den Gegner laufen. Sechs, wir haben ja die Bälle gewechselt, aber auch davor waren es ja sechs. Auch das ein Beleg dafür, warum es noch nicht so läuft. Für den Deutschen eindeutig zu viele leichte Fehler. So ein Ball mit der Rückhand gespielt. Der 19-jährige Belgier bleibt vorn. 5-4. Das heißt, Haas gleich. Und siehe da, man hat alle sechs wiedergefunden. Haas nun bei 4-5. Magnus Larsson mit dem Break vorn gegen Arnaud Clément. 4-1. Thank you.
zurückgegangen. Den Grund sehen wir hier. Eingepackte Schläger. Und wenn er sich so viel Zeit lässt, könnte man doch schon mal eine Verwarnung aussprechen, denn das kann man auch schneller machen. Sollten Sie mal versuchen, das, was Tommy dort gemacht hat, den Ball auf dem Rahmen auftippen lassen. Nicht einfach, sage ich Ihnen. Aber der Deutsche unbeeindruckt diesmal. Erneut zu 15, 5 beide. Aus seiner Sicht ist das völlig in Ordnung, gegen den 15. der Weltrangliste so zu spielen. Ein derartiges Zwischenergebnis zu haben, aus der Sicht von Haas, ist mir das zu wenig. Na, endlich die Breakchancen, aber die hat sich nicht Haas herausgespielt, sondern die hat der Gegner für ihn produziert. Drei Fehler in Folge. Vierten oben drauf. Das Break ist da zugunsten von Tommy Haas. Na also, ich sagen, jetzt war Aufschlag Haas. Hat alles richtig gemacht. Sehr ökonomisch, sehr rationell in seinen Bewegungen. Zur richtigen Zeit das Break. Aber Sie haben ja selbst diese 11 Spiele mitverfolgt. Das ist noch nicht der Haas, den wir uns vorstellen. Er kann das besser. Fehlanzeige, Haas macht alles mit dem Aufschlag. Will ihm natürlich entgegenkommen. Da verbraucht man keine Kraft. 7-5. Das Break also im 11. Spiel brachte die Entscheidung. Thank you.
Sehr gut serviert von Xavier Malis. Damit das erste Spiel im zweiten Durchgang. Er hat ja im Jahr 1997, da hat er seinen Sprung gemacht. Da verbesserte er sich. Es waren genau nach knappe 700 Plätze in der Weltrangliste. Ein gewaltiger Satz. Gucken wir uns die Zahlen an aus dem ersten Durchgang. Haas mit 61% erste Aufschläge, das kann sich sehen lassen. 10 direkte Punkte, 18 leichte Fehler. Das gilt es jetzt zu reduzieren. Und die alles entscheidende Zahl, die steht ganz unten, klar. Das Break zu 0 im 11. Spiel gegen Xavier Malis. Tom, schauen wir uns die Verteilung der Punkte an. Auch die recht ausgeglichen. Haas vornehmlich, ganz klar, von der Grundlinie. War mal vorn. Klassisch. Ich glaube, Flugball haben wir nicht gesehen. Entsprechend 46% der Punkte beim Belgier. Auch er von hinten. Er wird ja, oder er wurde, sagen wir es so rum, im vergangenen Jahr als der Dennis Rodman auf der ATP-Tour bezeichnet. Warum? Weil er innerhalb eines Jahres seine Haare gleich viermal färbte. Rot, orange, blond und irgendeine Mixtur aus, ich glaube, 10 oder 12 verschiedenen Farben. Hat er den Spitznamen sofort weg. In diesem Jahr bleibt er da, wo er mit groß geworden ist, bezüglich der Haarfarbe. Natur. Zu wenig Zuschauer da, denn er hat gesagt, es macht mir Spaß auszugehen. Ich brauche die Menge, ich brauche die Zuschauer. Eieieiei. Vielleicht brauchen beide die fehlenden Zuschauer, um hier Höchstleistungen zu präsentieren. Auf zum nächsten Schläger. Und damit sehr früh eine Break-Chance.
guter Vorbereitungsball und auch der Flugball lässt zu wünschen übrig. Entsprechend das frühe Break für den Belgier. Da kommt Tommy endlich mal nach vorn, zweimal sogar in diesem Aufschlagspiel. Zweimal macht er den Fehler. Zu spät in Bewegung. Wirkt nicht unbedingt leichtfüßig. Zu schaffen, würde er dann etwas wacher, etwas inspirierter sein. Und der Belgier kommt ihm gleich entgegen mit einem leichten Fehler. Break and re-break. Alles wieder offen im zweiten. Vielleicht kommt jetzt ja durch diese beiden Breaks in Folge ein bisschen mehr Bewegung in dieses Spiel. Beide spielen so, als wollten sie sich nicht wehtun. Ohne viele Emotionen. Das Spiel plätschert so dahin. %950 erste Aufschläge. Kommt der erste, macht der 81% der Punkte. Das ist in Ordnung, das ist solide. Wissen wollen oder über andere Sportarten natürlich bei uns im Internet. Spielen, dieser Xavi Malis. Er zeigt es nur nicht.
aufwachen und mehr Gas geben. Solange er sich darauf verlassen kann, ist das gut. Dann macht er aus 0-2 ein 2-beide. Bring the balls in, roll the balls in, just roll them in. Ich glaube, die Ballkinder sind verliebt in die Bälle, drücken die gar nicht wieder raus. You don't have time, just leave it. Let's go, get back here. Nur 43% erste Aufschläge und wenn der erste kommt, dann macht er über die Hälfte damit die Punkte. Also das ist doch ein Ansatz für Haas, den mal zu attackieren. Zwischendurch Tommy Haas, wir haben mal gesagt, Mann, der Ball ist doch aus. Spiel, die leichten Fehler bei beiden überwiegen. Vielleicht verlässt uns ja nicht die Quote, denn bisher hatte Haas zwei Breakchancen. In beiden Fällen schafft er das Break. Vielleicht jetzt auch zum dritten Mal. Na also! Jetzt Haas vorn mit dem Break. Und das ist doch wunderbar. 7-5 zu 5. Ein Break reichte dort im 11. Spiel. Jetzt liegt er mit Break vorn, nachdem er 0-2 hinten war. Hat sich ein bisschen gefangen, obwohl man dazu sagen muss, dass sein Gegner hier, Xavier Malisse aus Belgien, die Förderquote war in seinem Spiel stark nach oben getrieben hat. Oh.
Und sofort ist Malis unter Druck, findet kein Mittel. Haas mit Spielenbällen zum 4-2. Ach, das ist auch, das ist alles so halbherzig gespielt vom Belgier, der kaum mal in die Bälle richtig hineingeht, nur aus dem Arm spielt. Dann ist es natürlich schwer, mit dem Aufschlag von Haas klarzukommen. John van Lottum steht in Runde 2, gewinnt gegen den Qualifikanten Wayne Black, locker in 2. Erfahren, wie viel 106 Meilen sind. 170,5 erkannt, den Aufschlag geblockt, gesehen, dass der Ball eine vorzügliche Länge hat. Schön hinten vom Feld weggetrieben, von der Grundlinie, um dann diesen kurzen Crossball zu spielen. Möglichkeit zum Doppelbreak und das ist dann, da bin ich mir sicher, die Entscheidung. Weiterhin Bestand. Vierte Chance zum Break. Viertes Break sofort realisiert. 7-5, 5-2. Das Doppelbreak. Haas auch sicher in Runde 2. Gleich mit dem letzten Aufschlagspiel. So hoffentlich. Und SAS, Scandinavian Airlines. Er hat das ganz geschickt angestellt, so im Nachhinein. Tommy Haas. Erstmal schauen, was macht der Gegner, was kann der, welche Schläge hat der drauf. Dann die erste Chance gehabt zum Break im ersten Satz, das Break realisiert, so auch im zweiten, obwohl er dort Break hinten lag. 2-0, nun aber 5 Spiele in Folge für den Deutschen. Thank you.
nur nicht nachlässig werden. Jetzt schon mal, man ist in der Kabine. Volle Spiel auch vorn. Er ist der klar überlegene Mann. Dann weitaus höheres Potenzial. Er spielt auch lieber auf Sand. Finale in diesem Jahr Delray Beach. Und im vergangenen Jahr als Qualifikant kam er in Mexico City ins Finale, verlor dort gegen Jerzy Nowak. Da war er noch die Nummer 361. Acht Monate später ist er schon die Nummer 110, also es ist steigende Tendenz. Geben kann, hat Malice dann gezeigt. Nach Mexico City spielt er Bogota, besiegte dort gleich mal in Runde 1 Thomas Muster. Dabei Muster auch noch die Nummer 24 in der Welt. Bravo! Dude. Knapp 70 Minuten gespielt, der Matchball. Auch hier ist der Deutsche konsequent. 7-5 und 6-2 sein Erfolg in Runde 1 gegen den Belgier. Xavier Malice mit einer Wildcard ausgestattet in dieses Turnier gekommen. Klar, ein Pflichtsieg, ein Arbeitssieg, abhaken, nicht lange darüber freuen. Er weiß, dass er besser spielen kann, dass er sich steigern muss im Verlauf des Turnieres. Sein Gegner in Runde 2, Byron Black oder Fabrice Saint-Thoreau. Das ist schon eine andere Hausnummer. Schauen wir uns auch die Zahlen an. Weiterhin über 50% fürs gesamte Spiel, beim ersten Aufschlag in Ordnung. 9 Asse, auch das kann sich sehen lassen. 21 direkte Punkte. Alles akzeptabel. Die Zahl, die dann kommt, 27 leichte Fehler. Das möchte ich nicht sehen. Das können höchstens 13, 14 sein. Egal. 4 Chancen zum Break. 4-mal das Break gemacht. Und wir sehen auch mal ein 2-3 Ausläufer nach vorn. Die hat er sich am Ende verdient. 56% der Punkte hat der Deutsche also gemacht. Bei seinem 7-5 und 6-2 Erfolg. Malice war wirklich so viel häufiger vorn, glaube ich nicht. Egal, sei es drum. Ist immer ganz nett anzuschauen, wo sich denn beide Spieler bewegt haben, wo sie ihre Punkte gemacht haben. Beide in erster Linie Baseliner.